Damit recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bergisch Vlog. Ja, meine Stimme ist gerade ein wenig erkältet. Ich bin auch ein wenig am Husten, von dem her will ich schauen, dass der Vlog jetzt eher ein wenig mehr Zeitraffer ist, weil das, ja, der Stimme jetzt auch nicht allzu gut. Aber es ist jetzt einige Zeit vergangen, also bevor wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir haben nämlich die zwei Flächen wo noch quasi Roggen und Dinkel drauf stand, weggedroschen und Ballen pressen lassen. Da liegen jetzt quasi die Ballen. Außerdem habe ich, wie man hier sieht, Heu gemacht. Ja, zweiter Schnitt Heu. Ich bin vorgestern war das, mit dem Fendt rausgefahren und der Fella-Kombi. Die hängt auch noch genauso zusammen, wie sie ja, gebraucht haben. Die zeige ich jetzt einfach nochmal schnell. Hier bin ich rausgefahren, habe schnell die drei Flächen, die wir quasi auch beim ersten Schnitt gemacht haben, sprich die da hinten, dann die da hinten und die da gemäht. Mit dem Fort dann halt gewendet, da hängt der Wender auch noch dran. Und die müssen wir jetzt schwadern und pressen heute noch, weil das will ich jetzt alles wegkriegen. Außerdem hier Halle. Wir haben die Halle hingebaut, aber da habe ich jetzt gerade echt wenig Zeit, euch die zu zeigen. Ich kann kurz außen rum gehen. Das ist eine Blechhalle quasi einfach und ja, eher so semi selber baut halt. Aber es ist halt wenigstens was. Da hinten ist immer nur Scheiß und Shitgut und alles. Braucht kein Mensch, aber räumt ja auch keiner auf. Ackergras wächst auch gut. Da gibt es auch nichts zum Sagen. Aber wie gesagt, ich muss mich jetzt echt beeilen, weil ich jetzt eigentlich nur schwadern will. Von dem her geben wir da jetzt halt echt Gas. Schauen wir mal, dass wir jetzt einsteigen und quasi Schwade an. Ich habe aber überlegt, das Gewicht erst drauf zu tun, aber ja, zeitlich schaffen wir das nicht mehr. Aber ich will es mal wieder drauf batzen. Mal, mal gucken. Ich habe auch überlegt, ob ich auf den MB-Truck mal wieder, also ja, einfach zur Gaudi halt einmal den anderen Auspuff wieder drauf mache. Ich habe da ja mal den Standard-Auspuff, was ja auch, dass ich den einfach mal wieder drauf klatsche. Einfach, ja, weil es halt ja nicht schlecht ausschaut, sagen wir es mal so, weil es halt mal wieder was anders ist und weil es dann vielleicht auch wieder mehr Spaß zum Fahren macht und dann quasi wieder ändern irgendwann, weil ich finde, also Edelstahl, nichts geht über Edelstahl. Das ist ganz klar, aber ja, wie gesagt, einfach mal so, oh, das schaffen wir noch, einfach mal so zum Ausprobieren, fände ich das nicht schlecht. So, dann biegen wir hier doch jetzt einmal rein, einmal zum. Wie gesagt, es ist nicht allzu viel, aber es ist auch bloß krummet. Es hat nicht reingeregnet, wenn wir es heute noch wegpressen schaffen. Sonst hat es reingeregnet. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich denke, das kriegen wir heute schon eh noch weg. So, fahren wir mal rein. Dann klappen wir mal aus. Machen wir Handgas hoch, dass es schneller klappt. Ja, wenn er nur kommt. Gut. Dann rückwärts. Gut, einmal anschalten. Gang rein. Machen wir mal. Ja. Ja, müsste gehen so. Runter und einmal Gas geben. Ich habe auch die Ränder nicht reingeschwadert, was ein wenig ja nicht gut ist, weil jetzt muss ich hier natürlich arg an den Rand hinfahren. Will ich eigentlich nicht, aber muss ich jetzt halt natürlich. Ich hätte auch einen Tim fragen wollen eigentlich, ob der mir das mit seinem Eicher halt einfach schnell reinkehrt, weil der hat jetzt eigentlich, denke ich, auch nicht so viel zu tun, aber das habe ich dann auch irgendwie voll verpennt mit Halle und hin und her. Naja. Cause I know that you do just what you're told.
wieder zurück und ich habe jetzt gerade die Presse zusammengehängt an einen, ja, an einen Ford, weil der klar, der M-Betrag hängt jetzt vom Schwader, dann will ich den jetzt eigentlich nicht abhängen, weil es geht jetzt echt Schlag um Schlag. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Heu pressen. Die Ballen lasse ich liegen, weil, also es regnet ja um 3 Uhr und ja, ich muss die halt liegen lassen und morgen um 6 oder so dann reinfahren und stapeln. Weil wir haben auch noch Strohballen draußen, die muss ich auf den Haufen stapeln und dann abdecken. Wird heute wieder eine Riesennachtschicht, aber naja, was soll's. Ich habe jetzt gerade schon neue Netzrollen, neue Pressewängen sauber gemacht, halt ist alte Stroh halt einfach raus auf Mistplatte, auf die da. Und ja, jetzt geh mal Gas und fahr los, weil ja, Stress. Stress pur. Es ist Sommer, man merkt's. Aber ja, wenigstens haben wir keinen Silageschnitt, der uns da jetzt irgendwie belästigt, sondern es ist jetzt wirklich bloß, also bloß in Anführungszeichen, bloß gerade das Heu, dann der ganze Stoppelsturz und das alles, dann das Stroh, was noch da ist. Wir haben ja quasi unten den Roggen, den werden wir auf jeden Fall für uns noch behalten. Zumindest ein Teil. Da weiß ich noch nicht, ob wir alles behalten. Und dann haben wir einen Dinkel, der kommt komplett weg. Aber wie gesagt, da mache ich dann, wenn die quasi auf dem Haufen stehen, ein Netz drüber und dann, ja, passt es schon. Also ein Vlies, halt ein Ballenvlies. Und dann müsste es schon passen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Genau. Dann, achso, Pickup müssen wir auch noch senken. Oh Mann. Das klingt alles sehr gut. So, Pickup senken und los. 9, 10 km/h, denke ich, ist ganz okay. Ja, Lust ist jetzt eher weg, aber nein, man muss halt machen. Ich meine, es macht schon doch Spaß, weil das ist quasi der Hauptding. Da hat man es dann drin, ne? Aber ja, es ist doch immer ja eine lange Arbeit und wenn man halt unter Zeitdruck ist, dann ist das nicht allzu toll hier. Aber nein, was will ich machen? Ich muss das jetzt halt zusammenpressen und Lohner kommen lassen. So kurzfristig ist natürlich jetzt auch eher unwahrscheinlich, dass die dann Zeit haben und ja, mei, da muss ich halt selber einpressen, ne? Was soll ich machen? Muss ja. So. Dann gehen wir hier wieder hoch. Ich kann auch noch mal was zum Mais erzählen, weil irgendwie ist mein Hals jetzt weg. Also der ist jetzt halt recht. Jetzt habe ich ja zeitlang geredet, jetzt geht's anscheinend. Auf jeden Fall muss Mais, genau. Maistechnisch, wir haben jetzt ein Biogas. Und wir haben aber unseren Saatplan vor der Biogasplanung gemacht. Sprich, wir hatten da die Biogas nicht auf dem Schirm. Sprich, wir haben jetzt ja keine 8 Hektar Mais, nicht einmal. Und das ist natürlich nicht viel. Von dem her müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann was zukaufen. Ein paar Kumpels haben jetzt schon angeboten ihren Mais. Wir haben ja eh Glück, dass Körnermais dieses Jahr nicht allzu gut läuft. Von dem her. Ja, verkaufen die meisten und ja, natürlich, wir sind eine neue Biogas. Wir müssen halt irgendwie preistechnisch ausschauen, dass wir haben halt noch keine Stammkunden, außer eben meine Kumpels, die das jetzt mit mir verkaufen, aber sonst, wie gesagt, keine Stammkunden. Ja, aber müssen wir mal gucken, dass wir dann hinzukaufen. Ja, aber das wird schon. Silowand technisch Ende Herbst habe ich ja in einem Kommentar sogar schon mal beantwortet, weil der einer mal gefragt hat, wie es denn mit der Biogas ausschaut, Silos machen sie, also sind Ende erst fertig, das sind sie auch gerade schon dabei, die ersten paar zu gießen sozusagen, halt in die Betonfundamente halt rein, sind sie dabei. Ja, denke ich, läuft auch. Ich war jetzt schon länger nicht mehr drunten, seit, ich glaube, fast einer Woche nicht mehr, weil ich einfach, wie gesagt, zeittechnisch komplett im Stress bin. Auf dem Stoppelsturz wollen wir wahrscheinlich auch nochmal an Mist drauf fahren, ne? Also, müssen wir auch gucken, dass wir einen Streuer ausleihen von der, von dem, ja, von der Agrarzentrum quasi. Mal gucken. Agravis, das war es, was ich sagen wollte. Agrarzentrum, sage ich. Agravis. Da leihen wir unseren Streuer immer aus. Wir haben jetzt schon mal zusammen Mist gestreut. Da hatten wir schon einen schönen Bergmann. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass auch wieder so ein großer wird, weil schadet jetzt nicht. Wir müssen da jetzt uns echt ranhalten, weil dieses Jahr irgendwie recht spät Ernte und dann so viel. Ja, nächstes Jahr wird es nicht mehr so viel Getreide, sondern halt mehr Mais, denke ich. Es ist zumindest so geplant. Ja, müssen wir mal gucken.
Müssen wir mal gucken. Ist alles so ein bisschen tricky. Was gibt's noch zum Verzählen? Eigentlich nichts, was ich jetzt halt. Also, was mir jetzt so spontan einfallen wird. Stoppelsturz kann ich auch nochmal ganz kurz sagen. Wir werden das so machen, dass ich quasi Gülle und mischt, also hauptsächlich mischt und vielleicht ein wenig Gülle auf die Flächen fahre. Dann einmal mit der Scheibenegge drüber harz, dass das ja einfach alles ein wenig drin ist. Im Boden quasi die Stoppeln liegen. Dann werden wir mit dem Grupper drüber. Genau. Also mit dem tiefen Grupper quasi. Einmal tiefgruppern. Dann Kalk streuen und dann Neusäen. Zum einen quasi Ölrettich. Als Maisstiel wird Ölrettich, weil da viel Mais auf die Flächen kommt. Und ein wenig Getreide kommt, glaube ich, auch schon rein. Aber da lasse ich quasi keinen Kalk streuen und kein, ja, also kein Kalk, sondern bloß bis zum Gruppern und Ende. Und dann halt Brachland, bis dann quasi ans Säen geht. So, da haben wir die erste Fläche ja schon wieder hinter uns. Das ging jetzt recht flott, muss ich sagen. Da bin ich begeistert eigentlich. Dann müssen wir jetzt halt nur zu den anderen. Ja, ich weiß nicht. Machen wir einen Zeitraffer von denen? Glaubt, das ist nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt rauskommen sind. Wie gesagt, unsere Presse hat keinen Zähler. Aber das zählen wir dann morgen in der Früh oder so. Fahren wir mit dem Lader, Gator, irgendwie sowas und zählen. Weil das ist jetzt einfach gerade wenn man, ja, zu viel. Sagen wir es mal so. Zu viel Stress, das ist auch noch zum Zählen. Ich habe hier so gerade zu viel im Kopf und so. Naja, aber was schon mal gut ist, ist, dass der Saatplan fertig ist. Also, Fruchtfolgenliste und so ist jetzt für nächstes Jahr. Und dieses Jahr, quasi nächstes, dieses Jahr fertig. Da brauchen wir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Über was ich mir allerdings Gedanken machen muss, ist über ein Güllefass. Wir haben ja gesagt, vielleicht wird es der letzte Einsatz mit dem Güllefass. Schaut jetzt nicht danach aus, weil ja, hier auf die Flächen, wo wir jetzt quasi geheut haben, da werden wir ja auch nochmal Gülle drauf fahren und da müssen wir halt dann gucken, dass wir, da werden wir wahrscheinlich noch unser Fliegel nehmen, das letzte Mal. Und dann quasi erst, also ich weiß jetzt auf jeden Fall, welches ich nehmen will. Ich will jetzt Akkordi Garant. 16,5 oder 16 Kubik? 16,5? Irgendwie sowas. Also irgendwas mit 16 rum. Kubik hat es und ja, wie gesagt, Akkordi Garant. Mit Brummech, Schleppschuhgestänge, Schleppschlauch bringt. Also, ja, will ich nicht. Wenn schon, dann kannst du gleich Schleppschuh nehmen. Das tut deinem Boden wenigstens nur wenn gut. Dann ist das, ja, wenigstens nur wenn drin. Und dann schaut es ja folgendermaßen aus: Wir werden noch einen wie heißt es? Einen Möscherverteiler wollen wir dazu kaufen. Da habe ich auch schon einen gefunden, den habe ich auch eigentlich so gut wie gekauft. Und wie gesagt, dann halt brauchen wir noch was. Ich habe auch schon welche in Aussicht, aber werde wahrscheinlich dann erst so in einer Woche oder so wird das, denke ich, erstmal gekauft. Wie gesagt, jetzt haben wir gerade echt zu viel zu tun. Ich meine, jetzt hat, denke ich, rufe ich da auch nochmal an. Schau auch nochmal auf eBay. Wir haben pressen halt hier jetzt, dass ich irgendwie nochmal was finde auf eBay. Und ja, dass ich das jetzt machen kann und noch genügend Zeit habe, würde ich fast sagen, machen wir hier jetzt eine kleine Zeitraffer von der Innenansicht, weil die Drohne hat kein Licht und im Dunkeln Drohne und so ist auch nichts. Wie gesagt, Innenansicht. Machen wir die Fläche hier nur fertig. Und dann, ja, machen wir die andere, denke ich auch nur. Und dann, ja, sehen wir uns danach wieder. Bis gleich. Just
doch ein wenig später geworden, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ja länger heller bleibt, aber jetzt ist um 21 Uhr schon wieder dunkel. Tja, die Zeit läuft wieder rückwärts. So ist es und ich will euch jetzt eigentlich nicht auf eine Nachtschicht mitnehmen, weil ich weiß, dass es im Video einfach schlecht rüberkommt. Ich habe ja im letzten Video auch schon beim Ballen, beim Strohballen einfahren mit deutscher Nachtschicht gehabt. Da habe ich ja wenig was ins Video reingeschnitten und ja, ich habe einfach gemerkt, dass nicht so geil rüberkommt und von dem her, ja, werde ich jetzt keine Nachtschicht machen, aber ich werde es natürlich trotzdem raus. Also es hindert jetzt trotzdem nichts, ich muss trotzdem die Nachtschicht machen. Ich fahre jetzt mit dem Radler da raus, der da ein paar Ballen stapeln. Und zwar auf der Rockenfläche, auf der Dinkelfläche habe ich es ja schon. Und dann werde ich Planen drüber schmeißen und wir sehen uns dann, denke ich, morgen in der Früh wieder. Da geht es dann für euch auch mit dem Radlader los, weil da werden wir die Ballen dann aufladen. Auf dem Kipper, die müssen wir dann zusammenhängen und ja, laden die Ballen dann quasi hierher und den Rest holt dann eine Spedition oder so ab. Das müssen wir dann gucken. Ich habe auch schon überlegt, also das kommt mir jetzt bloß so, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber dieses Gewicht. Da steht ja vorne Agravis-Technik drauf. Das ist ja von der Agravis gekauft. Die hat da irgendwie mal so, ja, für die ganzen Kunden irgendwie Gewichte gemacht. Also du musst natürlich ein bisschen was zahlen, aber kriegst du recht billig solche Gewichte. Und ich habe mir gedacht, ja, für ein 800er ist das doch nicht schlechtes Gewicht. Wenn du halt hinten eine Gruppe drin hängen hast, brauchst du schon. Ist ordentlich. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich da vorne das Agravis runter tue. Also das unten bleibt dran, aber hier oben Agravis Technik runter und dann Insta-Logo Schäfer Agrar oder so hinmacht. Das fände ich echt geil. Das müsste man sich mal überlegen. Also nicht groß, sondern ganz dezent, weil zu groß ist natürlich auch nichts. Also ganz dezent? Ah, mein. Ja, geil wäre das schon, ne? Ich habe auch schon überlegt, hier an die Türen irgendwie was hinzumachen, dass ich hier jetzt quasi einen Aufkleber. Schäfer Agrar oder so oder am Deutz hinten Heckscheibe entweder drauf oder hier unten an die Tür, aber oder vorne theoretisch sogar auf der Motor, aber da gefällt es mir überhaupt nicht. Aber die Bulldogs will ich eigentlich nicht damit bekleben. Weil, ja, es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, aber irgendwie, nee, da bin ich jetzt nicht so ganz der Fan davon. Und also ich meine, wenn man jetzt ein Lohnunternehmen hat, ja, na klar, aber. Ja, in meinem Fall jetzt nicht. Ich habe ja nicht mal einen Ferienhof oder so. Aber hier vorne auch ich wieder auf das Gewicht drauf. Ich fände es echt geil und ich muss da mal gucken, dass das im, ob das irgendwie mal mehr wacht oder so. Und ob ich das dann auch irgendwie bekleben lasse bei der Werkstatt, weil selber, ja, ist immer ein bisschen tricky, das dann drauf zu kriegen. Aber naja, ich fahre jetzt auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen in der Früh beim Viechermachen. Morgen, Bernhard. Neuer Tag. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt die Viecher. Das hat sich jetzt aber umgeändert. Wir müssen heute nicht so viel Viecher machen wie sonst, weil wir heute einfach die Ballen reinbringen müssen. Jetzt müssen wir mal gucken, steht da der Ding drin? Na, wo ist denn der? Da wird hinten stehen der Weidemann, weil wir müssen Floß und Strohballen reinschmeißen und dann passt es, weil wir eben nur das Heu reinfahren müssen, bevor es regnet. Und die Strohballen, wenn es geht, auch nur reinfahren müssen. Das passiert aber nicht, weil die sind ja wie gesagt abdeckt. Das ist gar nicht so die Sache. So, schmeißen wir mal rückwärts an hier die Kiste. Einmal hier, so. Und dann holen wir einen Strohballen. Wir holen dann die kahlen Strohballen her. Den fahren wir nur hinten rein, aufteilen werden dann Autobab. Oder wer auch immer da ist. Das ist mir dann relativ wurscht, weil wie gesagt, ich bin heute eingeteilt für den Vormittag, bevor es halt regnet, das Zeug zu heimzufahren. Die Heuballen, die fahren wir ja da dahin, wo der Schwader reinkommt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Da jetzt quasi links. Der Schwader, ja, der bleibt halt jetzt dann vorerst schon mal da draußen stehen. Ist halt dann so. Und wenn wir dann das Heu drin haben, dann zeige ich euch die Halle. Aber wie gesagt, das ist jetzt pressieren und ja. Da schauen wir jetzt nicht die Halle an. So, einmal bremsen. Dann einmal hier auf. Schnell wieder hochspringen, dass da die Viecher nicht abhauen. Und dann fahren wir da jetzt vorsichtig eine. Ich meine, das war jetzt nicht so schlimm, wenn ich mit dem Strohballen angehe, aber.
Mein Gott. Muss ja jetzt auch nicht. Dann fahren wir den jetzt mal hier hin. Ich lasse ihn jetzt hier mal drin stehen, weil die werden jetzt dann eh bald Asse kommen und das dann verteilen. Dann können sie mit dem jetzt nur wenn umeinander fahren. Dann machen wir hier jetzt aber das Tor wieder zu. Genau, dann machen die das. Dann habe ich das schon mal geholt. Und wir gehen jetzt dahinter auf die Fläche, wo die Heuballen sind und fahren die wenigen Stapeln, die wenigen hinter. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt eine kleine Zeitraffer und ja, dann bis gleich. Es regnet jetzt gerade ein wenig, aber das sind bloß 0,8 mm. Also das ist eigentlich ja nicht viel und das hört jetzt dann auch gleich wieder auf. Wir haben alle Ballen heile reingekriegt. Natürlich, die sind jetzt ein wenig nass worden, vor allem hier vorne am Netz halt. Da wo sie halt gelegen sind, da sind sie schon ein wenig nass, aber ja, mei, das trocknet auch wieder. Die sind ja hier in der offenen Halle. Ich habe sie mit echt Abstand gestapelt. Also da dürfte sich ja eigentlich nichts fehlen und die müssten eigentlich wieder trocknen. Es sind jetzt genau 36 Ballen geworden. Ja, ist jetzt nicht so gewollt oder so, sondern ist halt jetzt einfach zufällig so rauskommen. Und ja, schön eingestapelt. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber ich weiß einfach nicht, ob wir die alle verfüttert kriegen. Das sind jetzt halt hier so viel Ballen, so viel Heu. Und wir haben ja vom ersten Schnitt noch so viel Heu. Also, das ist jetzt der Gromit. Und da drüben haben wir ja auch noch. Oh, ist das nass. Irgendwie so ein Nieselzeug. Das ne, ist nichts für mich. Aber wie gesagt, wir haben schon, ja, wir haben schon Wengen was weggemacht. Der war ja wirklich bis hier vorne eigentlich voll. Aber ja, es sind schon immer noch welche da, ne? So ist nicht. Und das dauert ja schon auch nur Wengen, bis die alle weg sind, ne? Dann haben wir hier nochmal die Ding ab, zu, nicht ab, zu. Und falls sich jemand wundert, wo unsere Spritze ist, die steht gerade unten bei der Biogas, also in der Halle quasi von der Biogas. Nicht, dass sich da jetzt jemand wundert, weil die stand ja immer hier. Die steht gerade unten. So wie unser Ladewagen hier auch, also unser neuer Ladewagen, der Pöttinger. So, dann halt hier lassen wir mal offen. Da will ich heute noch ein wenig aufräumen. Aber ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell die Halle. Und zwar hier. Deutsch haben wir jetzt einmal der Wald da parkt. Den brauche ich dann, wenn es aufhört zum Regnen, zum Heufahren. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist halt einfach ein Blechschupfen.
Ja, mit einem Dach drum, Auerblechdach. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie Drohnenbild oder so mache, aber man sieht es eigentlich hier jetzt ganz gut. Ist halt auch, wie gesagt, hier ein Blechdach. Schön angegangen an die andere Dachrinne quasi hier natürlich. Die Dachrinne, ja, die ist da natürlich immer noch dran. Also es gibt jetzt quasi zwei Dachrinnen, aber das ist jetzt halt eigentlich egal. Wir wollen jetzt hier eigentlich hereinschauen. Dann machen wir hier mal auf. So, einmal auf. Hallo? So, jetzt. Einmal auf die Halle und wir sehen, hier ist schon vollgepackt eigentlich. Wir haben jetzt die, ja, die Walze drin quasi und das Güllefass der Eule. Ja, wie gesagt, einmal noch düngen und dann ist es weg. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Da werde ich ja irgendwas dazu erzählen, weil es da auch irgendwann Updates gibt. Aber auf jeden Fall haben wir auch Bodending drin. Also wir haben hier quasi unten ein wenig rein betoniert, dass man da unten auch wirklich gehen kann. Also es ist quasi sozusagen eigentlich eine Werkstatt, um ehrlich zu sein, weil wir haben hier ja schon ein paar Regale haben wir schon rein und da hinten so einen alten Tisch. Aber wie gesagt, die ist noch lange nicht fertig, die Werkstatt, da kommt schon noch mehr dazu. Ja, aber so die Grundding von der Werkstatt, die steht auf jeden Fall und soll auf jeden Fall hier die neue Werkstatt werden. Hoffen wir mal, dass das dann wird, ne? Naja, jetzt machen wir hier wieder zu. So, genau. Und ich würde sagen, der Vlog für euch ist jetzt halt wieder vorbei. Ich würde sagen, dass ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut, weil da geht es dann, ja, fett ans Güllefahren. Und ich erzähle was über das erstens mal über das neue Güllefass und noch vieles mehr. Und ja, schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Chef-agrar, würde mich sehr über ein Abo freuen. Lasst gerne einen netten Kommentar da. Hier unter dem Video und auch ja, ein Like. Ja, hä? Jetzt mit Instagram habe ich ja jetzt irgendwas. Egal, also Servus jetzt. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything.